Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich mal, ich würde sagen, im Preissegment ist es nicht ganz so günstig. Das ist auch eine Empfehlung von einem Abonnenten von mir, der Mattia. Da ist eigentlich auch eine richtig gute Freundschaft entstanden, denn ich weiß gar nicht, das geht bestimmt jetzt schon anderthalb oder zwei Jahre. Gefühlt nachdem ich den Kanal hatte, haben wir so ein bisschen angefangen zu schreiben und das ist eigentlich eine richtig coole Freundschaft draus geworden. Jedenfalls nochmal vielen Dank, dass er mir den empfohlen hatte. Ja, was ist es denn? Paco Rabanne Black Geeks S. Und ich weiß gar nicht, ob ihr den Duft kennt. Der wurde ja oder wird seit 2005 produziert. Das ist jetzt noch vom Flakon Design das alte Design. Es gibt noch ein neues. Ich blende euch das auch gerne mal ein. Mache ich mal, ich würde sagen, auf der Seite hier. Jedenfalls ist es jetzt kleiner und eckiger geworden. Tatsache wird der hier auch noch produziert, aber allerdings eher in Spanien. Also meiner kommt auf jeden Fall aus Spanien. Ich habe das geprüft an der Batch und der kommt auf jeden Fall aus Spanien. Da wird es auf jeden Fall auch noch produziert, auch in dem Flakon. Schon mal gleich vorab, wir haben hier einen, was waren das, ich glaube 100, war das 100, ich guck mal eben, ja, 100 ml Eau de Toilette, habe ich jetzt knapp, ich glaube 49 Euro bezahlt, und ich weiß gar nicht, ich hatte den nie auf dem Radar, auch schon früher nicht, und ich weiß gar nicht, wie es mit euch ausschaut, ob ihr den auf dem Radar habt oder nicht, oder ob ihr ihn kennt. Oder jetzt erst kennengelernt habt. Auf jeden Fall finde ich das Aufmachen auch schon ziemlich funny. Aber bevor wir zum Duft gehen, was haben wir? Kopfnote, kalibrische Zitrone, Calamondi-Orange, verdammte Scheiße, Salbei, Targetes. In der Herznote haben wir Zimt, Praline, Tolu-Balsam, schwarzer Kardamom, Basisnote, schwarzer Amber, Edenholz, Rosenholz und Patchouli. Und ich habe den jetzt auch schon mal aufgesprüht. Nur als kleine Info, bei mir hält der Duft zwischen 4 und 5 Stunden. Am Anfang habe ich ihn tatsächlich weniger wahrgenommen, als ob der jetzt in der Flasche gereift wäre. Kann auch sein, dass das passiert. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet oder denkt. Jedenfalls, wenn du ihn sprühst. Oh. Also ich finde, er startet echt schön zitrisch, zitrisch frisch. Das liegt halt an dieser Zitrone und Orange. Und ich finde, dann geht er auch gleich in sowas Süßes über. Du merkst dieses Süße, einfach dieses Praline, Süße. Ich habe ihn hier auch aufgesprüht schon. Aber du merkst es einfach. Und das finde ich so krass. Das ist, würde ich sagen, eigentlich so ein klassischer Paco Rabanne, der echt für die Masse gemacht ist, aber irgendwie gefühlt kaum einer auf dem Radar hatte. Jedenfalls da, wo ich herkomme. Und ich bin froh, dass ich den jetzt entdecken durfte, dank Mattia. Entschuldigung. Echt genial gemacht. Was soll ich euch sagen? Nach einer gewissen Zeit bei mir, wenn er sich entwickelt, rieche ich immer noch dieses Süße. Es ist einfach süß. Und du hast halt diese Holznoten. Ebenholz, Rosenholz. Und das spiegelt der den dann auch wieder. Das kann natürlich sein, dass er bei dir etwas länger hält als bei mir. Aber das wissen wir. Wir sind ja alle unterschiedlich. Ansonsten ein richtig gut gelungener Duft. Echt. Auch der Sprüher, muss ich sagen, klasse. Da kannst du nicht meckern. Also ich habe auf jeden Fall schon mal andere Düfte gehabt, wo der Sprüher echt beschissen war, sagen wir es mal so. Also gut gemacht auf jeden Fall. Auch das Design, er ist schön, er ist ein flacher Flakon. Einfach geil. Ich habe zwar jetzt meinen 1 Million nicht mehr, aber Paco Rabanne hat ja generell so Düfte, die massentauglicher sind. Und da finde ich, den zählt der auf jeden Fall rein, auch wenn der irgendwie nicht so über den Radar ist. Der ist ja unterm Radar geflogen und das macht es auch so interessant und auch cool. Jedenfalls
falls ihr euch dafür entscheiden solltet, den zu holen, müsst ihr gucken, ob ihr das Geld überhaupt investieren wollt oder nicht. Auf jeden Fall ist es mal was Interessantes, was Schönes, denn du hast am Anfang dieses Zitrische einfach, das sich dann überspielt in diesen Mix aus süß von der Praline, leicht kräftig durch diese Holznoten. Ja, ich selber, Zimt, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich Zimt wahrgenommen habe, aber das wird halt alles damit reinspielen. Auf jeden Fall geiler Duft, echt schön gemacht. Ja, das habe ich zu dem zu sagen. Schreibt mir mal eure Meinung, falls ihr ihn kennt oder nicht kennt, ob es interessant für euch ist oder wenn ihr ihn kennt, was ihr davon haltet, denn ich denke mal, da sind auch die Meinungen gespalten. Würde mich mal sehr interessieren, auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, ich finde ihn gut. Natürlich kein günstiger Duft, weiß Gott nicht, das weiß ich. Wenn man sich überlegt, die neue Version, der Flakon, der kostet auch teilweise 72 Euro. Also das ist schon eine starke Ansage, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall Düfte, das muss ich so beurteilen, die sich definitiv mehr lohnen dann, als dafür, glaube ich, 72 Euro zu zahlen. Das ist, glaube ich, nur was, wenn du diesen Duft seit Anfang an kennst, und der einfach zu dir gehört. Ansonsten könnte es schwierig sein. Das war auf jeden Fall das Video zu diesem Duft. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ich bin ganz positiv, ich finde ihn cool. Meine Freundin sagt auch, ja, ist okay, kann man machen, den Duft. Also schlecht ist er nicht. Ist nur die Frage, ob man es ausgeben möchte. Ich habe das jetzt einfach mal investiert, da ich mal was, ja, austesten wollte, was einer meiner Abonnenten schon seit Jahrzehnten auf jeden Fall benutzt hat, weil ich das sehr spannend und interessant finde, fand die Geschichte dazu. Ja, und deswegen habe ich das gemacht. Also, liebe Grüße nochmal an dich, Mattia. Auch, dass die Freundschaft weiterhin so hält. Ja, ich habe soweit nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch dann natürlich noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, bleibt dufte. Ciao, ciao.